Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich etwas richtig krasses und zwar werde ich heute das allererste Mal Spiele auf dem Fernseher testen. So Freunde, ihr seht jetzt tatsächlich nochmal eine zweite Sicht und zwar seht ihr es genau hier über dieses Handy, da seht ihr tatsächlich meinen Fernseher. Und es ist tatsächlich so, dass es hier eine Apps-Abteilung gibt, das habe ich erst heute entdeckt und hier gibt es tatsächlich einfach mal eine Spiele-Sektion und da gehen wir jetzt einfach mal rein. So Freunde, und jetzt ist es so, jetzt kann ich hier tatsächlich verschiedenste Spiele einfach für den Fernseher austesten und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal das allererste Spiel, das hier bei den populären Spielen ist, und zwar Flying Fish. Das sieht so ein bisschen aus wie Flappy Bird. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Installieren. Ich bin sehr gespannt. Okay, und wir gehen auf Starten. Und übrigens, Freunde, lasst auf jeden Fall gerne auch ein kostenloses Abo da, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr übrigens mal Stumble Guys auf dem Fernseher sehen wollt, das kann ich tatsächlich auch spielen und auch Brawl Stars, dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt hier einfach mal so. Ich kann jetzt hier auf Neues Spiel gehen. Und jetzt geht's schon los. Press up or enter to fly. Was? Hä? Oh mein Gott, ich dachte, ich muss durch diesen Hintergrund fliegen. Do you want to watch an ad to continue? Habe ich verkackt jetzt? Nee, ich will keine Werbung gucken. Neuer Highscore. Ah, warte mal, kann ich jetzt hier... Hä? Warte mal, ich will nochmal ein neues Spiel machen. Okay, Moment, also. Ah, warte mal. Okay, also dieses da vorne, das ist... okay, jetzt verstehe ich's. Ich verstehe. Also, es sind diese hinteren Blöcke anscheinend gemeint. So, Moment. Oder wie soll ich denn... Da... Oh, Bruder, das ist geisteskrank schwer. Digga, ich spiele jetzt einfach ein freaking Spiel auf dem Fernseher. Also hätte mir das einer gesagt, dass ich mal auf dem Kevin Spielt Kanal Fernsehspiele teste, dann hätte ich den wahrscheinlich ausgelacht. So, boah, ich bin Level 3. Digga, bin ich irgendwie krass? Oh. Okay, mach es denn noch dünner, die Ecke. So, neuer Rekord. 29, okay. Das Spiel ist gut. Es ist jetzt halt natürlich nichts Besonderes. Ich gebe dem Spiel eine 2 minus. Okay, das sind aber noch nicht alle Spiele. Wir können natürlich auch noch weitere Spiele hier spielen. Zum Beispiel gehen wir jetzt einfach mal auf Pac'n'Red. Das hat 5 Sterne Bewertung. Okay, und es wurde schon fertig gestartet. So, jetzt gehen wir mal auf Play einfach direkt. Huch! Oh mein Gott, leiser. Level geht los, Level 1. So, use the arrow, okay. Welcher ist denn jetzt meiner? Oh, das ist voll klein. Ah, ich bin der untere. Okay, ich bin der unten in der Mitte. Seht ihr den, der jetzt gerade den Käse ist? Boah, ist der Käse jetzt krass gewesen? Kann ich den jetzt hier essen, den Typen? Was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Muss ich alle Käse essen oder was ist die Aufgabe? Ah nee, ich muss die, glaube ich, einfach aufessen. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, ich muss jetzt diese Katze hier auch noch essen. Habe ich jetzt gewonnen? Oder muss ich jetzt noch den ganzen Käse einsammeln? Bruder, ich bin gerade maximal verwirrt, ja? So. Jetzt sind diese Katzen wieder am Leben. Hat die mich jetzt gegessen? Hä? Jetzt hat die anscheinend mich gegessen. Bruder, was? Wieso hat die mich denn jetzt gegessen? Also ich kann die anscheinend immer nur essen, wenn ich die so von hinten quasi esse. Ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Bruder, lass mich doch, ja. Lass mich den Käse aufessen. Boah, let's go. Oh mein Gott, okay, das Level haben wir tatsächlich geschafft. Sehr nice. Okay, Freunde, hier nochmal ganz kurz der Beweis. Also erstmal, ne, ich habe natürlich die mega geilen Socken an, aber ich bin hier wirklich gerade am Zocken. Aber ich glaube, das solltet ihr ja eh ganz gut sehen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Weil ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Eindruck auch von dem Spiel bekommen. Ich gebe dem Spiel, ja, ist solide. Ich gebe dem Spiel auch eine 2. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Alle Apps. Ah, dieses 2048 kenne ich auch. Aber was ist denn hier denn noch ganz interessant? Ich gucke mich mal hier so ein bisschen durch. Falls ihr übrigens nochmal einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst mich gerne wissen. Oh, hier gibt's so ein Autospiel. Das muss ich unbedingt spielen. Installieren. So. Und starten. Okay, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt tue ich mal ganz kurz mein Handy hier unten hin. Ah, ich will keine Werbung. So, die Welt, die ich spielen möchte, ich möchte die Welt spielen. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. Use Arrow, also man muss hoch und runter und zur Seite. Okay, ich verstehe. So, Vollgas.
Haha, was? Schaut mal, ich steuere das hier einfach so mit meinem... Bruder, was zur Hölle ist das? Ich fahre gerade 200 km/h. Oh. Oh. Ich bin gecrashed. Kacke. Tigger, ich habe so eine Blondine auf meinem Beifahrersitz. Wie cool. Hä, warte mal, muss ich es jetzt in 25 Sekunden schaffen? Ich bin gerade maximal verwirrt, ja. Ja, so, da ist das Ziel. Ich glaube, dann habe ich es, oder? Habe ich gewonnen? Easy, Digga. Let's go. Sieg geholt. Komm, ich will noch eine Runde machen. So, wieder Vollgas. Ne, ihr seht es ja hier. Und mal sehen, ob ich das Game auch nochmal schaffe. Hä, dass ich mal ein Spiel auf dem Fernseher spiele. Dass mir das mal einer erzählt hätte. Vor allem, die sind kostenlos. Und ich habe bisher auch in keinem Spiel eine Werbung bekommen. Ich kann einfach sagen, yo, ich will keine Werbung. Und dann bekomme ich keine Werbung. Okay, ich muss sagen, das ist bisher das Spiel, was ich am wenigsten feiere. Die Grafik ist irgendwie, es ist anstrengend so zu spielen, finde ich. Also ich glaube, wenn ich das meinem Opa zeigen würde, der würde wahrscheinlich... Oh, und Autounfall. Aber Hauptsache, beide Autos fahren einfach ohne Probleme weiter. Und wir fahren auch direkt wieder 200 km/h. Auf ganz locker. Oh, 20 Sekunden muss ich ins Ziel kommen. Schaffen wir das? Ja. Auch das Level natürlich erfolgreich absolviert, weil ich der Profi in dem Spiel doch bin. Ich bin doch der Profi. Okay, aber was gibt's hier noch? So, jetzt haben wir ein Autospiel. Flying Games. Klettern, klettern. Was ist das denn? Klettern, klettern. Klettern, klettern. Okay. Wir gehen. Ich kann nichts steuern. Hallo? Ah. Single. Ich will Ichi. Bruder, ich will Ichi. Okay, ihr seht, jetzt ist hier so ein kleiner Cursor dazugekommen. Press the navigation und bla 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 bla. Hä? Hä? Was muss ich machen? Bruder, was muss ich machen? Ich kletter anscheinend nach unten. Was ist das denn? Das ist das Spiel total scheiße. 6, ich habe gar nichts verstanden. Okay, das hier klingt noch ganz cool. Monster World. Installieren ist auch wieder so japanischer Verkäufer. Das Spiel gerade eben ging leider nicht. Da seht ihr es wieder. So, Spielbeginn. Hä? Was ist denn jetzt die Aufgabe hier? Was muss ich machen? Habe ich jetzt verloren? Hä? Kürbis? Ist Kürbis gut? Kürbis war anscheinend schlecht. Hä? Bruder, ich verstehe nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Bruder, was ist jetzt Kürbis? Was bedeutet der Kürbis? Und wieso kann ich nicht nach oben? Beeil dich, Bruder, was muss ich denn machen? Ach so, oh mein Gott, ich dachte, ich kann nur durch die Lücke nach oben gehen. Bruder, ich bin doch absolut verwirrt. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Muss ich diese ganzen Gespenster töten oder wie? Nein! Okay, ich glaube, ich muss die ganzen Gespenster töten. Gespenst 2 haben wir. Nein! Ich bin gestorben! Okay, Gespenst 1 haben wir. Gespenst 2 haben wir. Gespenst 3 haben wir. Gespenst 4 haben wir. Jetzt muss ich einmal runtergehen. Hä? Bruder, ist ja unmöglich, die alle zu fangen. Ach, hä? Bruder, jetzt habe ich... was? Bruder, was will denn der Sensenmann jetzt von mir? Geh doch weg! Hä? Digga, ich check gar nichts. Spiel wirklich beenden? Ja. Das Spiel ist sehr random. Wir machen noch ein letztes Spiel. Okay, komm, wir machen noch Super Bowl. Das sieht cool aus. Das ist irgendwas mit Fußball. Und Fußball ist immer cool. So. Bruder. Startgame. Oh nein. Was? Nee, oder? Also ist jetzt einfach nur so Dings. Was? Als ob es jetzt einfach nur so ein Spiel ist. Ich kack ab. Bruder, wir sind original wieder in der Steinzeit angekommen. Ich meine, klar, ich spiele hier auf einem Fernseher. Ich sollte nicht so viel erwarten. Es ist überhaupt krass, dass ich hier Spiele auf meinem Fernseher spielen kann. Aber, Bruder, was zur Hölle? Oh, da wird immer schneller. Oh! Oh! Bruder, Combo Wombo! Bruder, jetzt ist krass. Jetzt ist krass. Ihr schaut, wie krass es ist. Es ist mega krass. Oh, jetzt hab ich verkackt. Oh, ich will das Level schaffen. Das triggert mich jetzt. Habe ich überhaupt dem Spiel davor eine Bewertung gegeben, das, was nicht funktioniert? Ich hoffe mal, ich habe jedem Spiel eine Bewertung gegeben. Ansonsten, ihr müsst mal in die Kommentare eine Note dann schreiben, wie ihr die Spiele findet. Oh, Digga, der Ball war gerade voll krass. Okay, Freunde, ich würde sagen,
mit dem Game beenden wir jetzt auch einfach mal das Video. Ich habe immer noch nicht verkackt, weil ich... Oh, der könnte jetzt gut werden. Ah, Mann. Okay, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wollt ihr Stumble Guys auf dem Fernseher sehen? Weil es gibt es tatsächlich auch für den Fernseher, kann ich euch zeigen. Abonniert den Kevin Spielkanal, ich gebe dem letzten Game eine 3-. Tschö!